Auch die Bundesregierung muss tun, was sie kann bei Hilfsgütern, auch bei militärischer Unterstützung. Die Bundesregierung ist da absolut nicht da, wo sie gerade hin muss. Wir sehen das auch im Vergleich mit anderen Ländern. Die Bundesregierung ist zögerlich, die Bundesregierung ist halbherzig. Ich nehme wahr, dass dieser Sonderweg auch problematisiert wird, dass viele Menschen in der Ukraine das nicht verstehen, auch unsere Partner im Westen dazu kritische Fragen stellen.